Unterricht macht genau in dem Augenblick Spaß, wo du das Gefühl hast, jetzt hat der Schüler oder die Schülerin einen Schritt in eine Richtung gemacht, wo du relativ lange darauf hingearbeitet hast. Oder es kommt etwas, was völlig überraschend ist, wo du denkst, wow, das geht auf einmal. Vibraphon ist aus meiner Sicht wie ein Klavier, weil wir haben eine Tastatur, so wir können Melodie spielen oder Harmonie spielen, aber mit Sticks, mit Schlägen. Ja. Genau. Nehmen wir an, du machst die gleichen vier Schläge morgen wieder. No way, dass das gleich klingt. Manchmal ist der Unterschied wirklich immens und das ist total interessant. Was das Entscheidende ist, man selber ist anders am nächsten Tag. Man fühlt sich anders, man ist an jedem Tag anders und das Instrument spiegelt dir das. Jetzt gehen wir dazu. Vierteln, die nicht gedämpft sind. Ja letztendlich unheimlich viele Instrumente, die zum Schlagzeug gehören. Und wenn jetzt jemand sagt, er will Schlagzeug lernen, dann muss man erst mal klären, was er damit meint. Ensemble spielen, beim Trommeln immer ganz wichtig, dass es zusammengeht im Ensemble. Die einzelnen Stimmen, die sind gar nicht so schwierig, aber wenn dann alle zusammenspielen, dann gibt es immer viel mehr, als jeder Einzelne reinsteckt. Und ich versuche das halt in meinen Kursen und meinen Unterrichtsstunden dann an die Schüler weiter zu vermitteln.